Am Wort ist Angela Lueger von der SPÖ. Der Kampf der Steuerhinterziehung ist notwendig, weil er erlaubt, für die Mehrheit der Bevölkerung Steuern zu senken. Und das ist aber nur dann immer möglich, wenn diejenigen, die kein Vermögen zu verbergen haben und zu verstecken haben und auch keine Schlupflöcher nützen können und davon profitieren, auch den öffentlichen Finanzen ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn wir es mit Ehrlichkeit haben, und das jetzt in Richtung Herrn Strache, er sagt Ehrlichkeit einfordern, dann sind Sie aber ehrlich genug, dass das Finanzamt von jedem Arbeitnehmer, von jeder Arbeitnehmerin, von jedem Angestellten, von jeder Angestellten und von allen Pensionisten bis auf den Cent genau weiß, was der oder diejenige verdient und die gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Steuern nur zu hinterziehen und auch nicht die Möglichkeit haben, sich Varianten zu suchen, Schlupflöcher zu suchen oder sogar, wie auch schon in der Diskussion gefallen ist, sich einen Anwalt zu nehmen und da zu schauen, wie kann ich so steuerschonend wie möglich arbeiten. Das heißt, für diejenigen ändert sich genau nichts. Und die beiden Regierungsvorlagen, die wir jetzt eigentlich hier diskutieren, bevor wir soweit sind, das Steuerreformgesetz 14/15 und das Bankwesengesetz, die Begutachtung ist seit Freitag aus. Und dass es da noch viele Dinge einzuarbeiten gibt, die aus den Stellungnahmen da sind, ja, dafür sind wir auch da. Und wir haben auch im parlamentarischen Prozess die Möglichkeit, das hier auch einzufordern. Und ich möchte ganz gerne David Walsh zitieren. David Walsh ist der Sprecher der an und für sich nicht immer so regierungsfreundlichen Gruppierung ATTAC. Und der schreibt, er hält den Gesetzentwurf für einen Durchbruch im Kampf gegen den Steuerbetrug. Für die Mehrheit der Österreicher bietet das Bankgeheimnis ohnehin keinerlei Vorteile. Die Löhne und Gehälter der Arbeiterangestellten sind dem Finanzamt als auch der Sozialversicherung bis auf den letzten Cent bekannt. Es gibt für sie nichts zu verstecken und das schon seit den letzten 20, 30 Jahren. Und da verstehe ich jetzt von Ihrer Seite nicht, warum ich mich dagegen wehre, dass jetzt morgen, da sind ganz einfach Bedenken auch noch da, wird sich der Datenschutzrat damit befassen, mit dem Gesetz befassen und auch dem Finanzministerium noch seine Stellungnahme geben. Und wenn der Herr Strolz jetzt sagt, das ist jetzt unbedingt der Zeitpunkt, die Grundrechte zu verteidigen. Ich denke gerade auch als Mitglied des Verfassungsausschusses, es ist immer unsere Aufgabe, die Grundrechte der Bürger zu verteidigen. Und dazu sollten wir alle gemeinsam miteinander arbeiten und dieses Gesetz gesetzeskonform ganz einfach zu beschließen. Und ich bin überzeugt davon, dass auch das Kontoregister verfassungsrechtlich zulässig ist, da für das Gemeinwohl der Eingriff sehr wohl erlaubt sein kann. Bei den Einschaurechten, das hat der Herr Minister auch selbst gesagt, muss man nachjustieren. Man muss nachjustieren, da gibt es auch Ideen, da gibt es zwei verschiedene Varianten mit dieser Einschau, wo man sagt, okay, es gibt auf einmal das Vier-Augen-Prinzip, das seitens des Finanzamts da sein muss. Es muss eine Aufzeichnung geben, eine Dokumentation, wer, wann, warum nachgeschaut haben. Und es gibt die zwei Varianten, entweder durch richterlichen Beschluss oder durch den Rechtsschutzbeauftragten. Das wird sich dann noch in Summe ergeben bei der Diskussion, worauf man sich dann ganz einfach einigen möchte. Die explodierenden Zugriffszahlen in Deutschland möchte ich gar nicht mehr kommentieren. Das hat Kollege Rossmann und viele im Vorfeld gemacht. Dort dürfen alle Ämter zugreifen. Das ist bei uns so nicht vorgesehen. Das steht so jetzt nicht im Gesetz, Herr Strolz. Das steht so nicht drinnen. Informationsfreiheit, da laufen die Verhandlungen, und das wissen Sie alle hier, die Sie hierinnen sitzen, auf den höchsten Ebenen. Und Frau Kollegin Dietrich, Sie haben zuerst den Kollegen Vetter sehr gelobt, der Ihnen abtrünnig geworden ist, aber der war auch in diesen Verhandlungen mit drinnen. Vielleicht hätten Sie mit ihm Rücksprache halten sollen. Oder Herr Strolz, bei Ihnen sitzt der Herr Alm drinnen in diesen Verhandlungen. Vielleicht auch mit ihm einmal selber reden, bevor man hier dann spricht von Informationsfreiheit. Die Transparenzdatenbank, ja, ist ein wichtiges Instrument und da brauchen wir unbedingt die Mitwirkung der Länder. Und wir stehen auch zu den Grundsätzen der allgemeinen Haushaltsführung, die sowohl gelten soll für Bund als auch für die Länder. Dem Staat und der Bevölkerung entgehen jährlich viele, viele Einnahmen durch Steuerbetrug. Und das nicht nur weltweit, sondern auch hier bei uns im kleinen Österreich. Und wenn wir
uns dagegen wehren, zu versuchen, Steuerbetrüger zu fassen, ausfindig zu machen, damit die auch unser Gemeinwohl mitfinanzieren können, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wir haben den Auftrag, dass wir dagegen arbeiten, dass große Vermögenseliten sich der Besteuerung ganz einfach in Österreich entziehen. Der Kampf gegen Steuerhinterziehung sei notwendig, um für den Großteil der Bürger die Steuern zu senken, betont Angela Luega von der SPÖ. Man dürfe sich nicht wehren, den Steuerbetrug zu bekämpfen.